Herr Thomas Eschi, jetzt Nationalrat. Wie war die erste Session für Sie? Was haben Sie erlebt? Sehr aufregend. Es ist natürlich viel gelaufen in dieser Session. Wir haben schon sehr wichtige Sachgeschäfte gehabt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es darum gegangen, natürlich meine Fraktionskollegen kennenzulernen von der SVP und ein Stück weit auch von den anderen bürgerlichen Parteien, FDP und CVP. Dazu hat es viele Anlässe gegeben, wo man mit verschiedenen Vertretern zusammengekommen ist. Also zusammengefasst, sehr, sehr entspannende 3 Wochen gesehen. Ebenso, wenn Sie nochmal den Rückschluss ziehen zwischen Kantonsrat und Nationalrat, was hat Sie da am meisten verblüfft? Das ist ganz anders, ist die Geschwindigkeit. Da hat man wirklich im Tag hat man 20, 30 Geschäfte zum Teil. Es geht alles sehr, sehr strukturiert vor sich. Man kann nicht mehr zu dem Geschäft reden. Es gibt immer designierte Kommissionssprecher. Man muss sich da quasi sehr strikt an das Drehbuch halten, das da einem vorgegeben ist. Und eben die Geschwindigkeit, mit der wo das durchgeht, ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch so gut vorbereitet. Also im ersten Augenblick positiv oder negativ? Natürlich sehr, sehr positiv. Sehr interessant. Man merkt, man kann Einfluss nehmen, man kann Leute versuchen zu überzeugen von seiner Meinung. Vor allem auch in den Kommissionen. Ich hatte die ersten 2 Kommissionssitzungen in der Finanzkommission. Dort ist man in einem engen Rahmen, relativ gross immer noch mit 24, 25 Personen, verglichen jetzt mit dem Kanton. Aber trotzdem dick kann man die Leute überzeugen von der eigenen Meinung. Und vor allem auf die Arbeit tut mich sehr freuen in den Kommissionen. Recht herzlichen Dank.